Und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von Let's Play Minecraft 2020 im Rahmen von Bauchi auf Sendung mit Bauchi. Ja. Wir gehen zurück zum Spiel und ja, hier kommen wir jetzt im Prinzip, da wird sich nicht viel getan haben. Ah doch, so 8 haben wir schon, Wahnsinn. So, jetzt habe ich keine Kohle mehr, ne? Pass mal auf. Wir haben keine Kohle mehr. Ich weiß genau, wo Kohle ist. Da oben ist Kohle. Nee, holen wir später. Wir haben ja jetzt da hinten wirklich genug. So, hier hätten wir gerne einmal das alles weg. 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 Ah, das ist ja schön. Da ist noch ein Glas dahinter. Dann ist das vor dem Wasser geschützt. Und dann bauen wir da, wo ist es auf der 5? Nee, den auch noch weg. Achso, nee, das ist, machen wir da auf die 1. So, und dann verpassen wir dem ganzen Ding hier einen Rahmen. Und ich glaube, das da machen wir auch. Nee, das sieht dann auch wieder scheiße aus, ne? Und wenn ich, das bringt nichts. Also einfach hier, dort, hierhin, dahin, dahin, dahin. So, und jetzt gefällt mir das hier auf jeden Fall schon mal viel besser. Wir sammeln den ganzen Spürkes da noch ein. So, jetzt haben wir noch 6 Bretter übrig. Fichte war auch hinten, hatten wir da, ne? Aber hier, die passen auf jeden Fall noch hier hin. Zack. Tintenbeutel waren doch auch in einem anderen noch drin, ne? Habt das gesehen? Ich meine in dem. Ja. Ach, aber auch hier 49 haben wir so und 27 auch noch da. So. Tintenbeutel ohne Ende bis zum Abwinken. Keine Ahnung, was ich damit alles machen soll. Haha. So, hier haben wir noch, pass mal auf, wir können auch einen kleinen Vorrat Bretter einfach mal lassen. Hier ist noch mehr Eisenerz. Birken, Weizenkörner, Weizen. Ob damit die Schweine, ich weiß nicht. Also die Kühe kann man damit locken. Schafe ist, glaube ich, auch. Und dann folgen die einem. Folgen sie mich. Hier ist mal so und dann du dahin. So, und jetzt sind wir wieder so halbwegs aufgeräumt. Wir können ja mal die Kühe füttern gehen. Für die, die es noch nicht kennen. Wenn man da zwei Kühe füttert, dann verlieben die sich ineinander und machen ein Küchchen. Tü. Oh, mir macht das so einen Spaß hier, ne? Ich habe mich so darauf gedacht, eigentlich wollte ich das alles schon längst letztes Jahr angefangen haben, aber bin ich irgendwie dann nicht zugekommen. Komm hier mal rein. Mu. Mu. Komm her. Mumu. Wir gehen hier hinten füttern. Wollen hier nicht. Ah, das ist unschön ernst. Die sind hier schon mal so rausgekommen. Deswegen musste ich das hier alles noch zubauen, aber jetzt funktioniert das nicht mehr. Die springen alle aufeinander rum. Mu, ja, kommt. Die sehen mich, die folgen mir auch. Wenn ich jetzt hier, weil ich Weizen in der Hand habe. Go, kommen sie angelaufen. Mu, hallo, willst du was Weizen haben? Bitteschön, und du? Das, was war denn das gerade? Das geht aber mal gar nicht. Dann laufen die auf uns. Da ist ein Kälbchen. Die Hühnchen und die Blümchen. Fortschritt. Ich weiß, dass es jetzt hier auch Bienen gibt. Ja, nee, ich pack das mal lieber wieder. Pass auf, wenn ich das wegmache, verlieren sie sofort ihr Interesse. Aber wenn ich Weizen in der Hand habe, dann rusten die aus.
Und wenn ich die damit füttere, dann verlieben die sich. Wenn ich zwei gefüttert habe, dann. Guck mal, ich kann ja hier nochmal einen nehmen, ne? Nö. Nö. So, jetzt habe ich wieder vier Weizenkörner. Kann ich einmal entsetzen? Habe ich noch anderswo irgendwo angehaktes Ding? Hier vielleicht. Nein. Hier, so müsste ich doch da dran kommen. Ne? Zack. Naja. Egal. Werden noch irgendwo Platz finden, um zwei Weizenkörner zu setzen. Ich könnte das alles abernten, bin aber viel zu faul dazu und dann sieht es auch nicht mehr so schön aus und ist alles wieder nach, weil ich habe so viel Weizen schon gesammelt. So, guck mal her, Babys. Weizen! Guck mal, wie sie alle angereist sind. So, du. Und Baby! Da ist es. Hallo. Kälbchen. Hallo. Mo. Mo, hier hatten wir letztens noch Weizen stehen, der dann weg war. Ne? Komm schon rübergesprungen, ja. So, und wo wir gerade hier sind und eben davon gesprochen haben. Das finde ich dann halt auch sehr cool, wenn man auf dem Weg was erledigen kann. Das habe ich auch beim Reisen zum Beispiel dann sehr viel, auch in Anlehnung an genau diese Vorgaben aus dem Spiel gemacht, so. Ökonomisches Fahren und nicht nur ökonomisches Fahren, sondern auch sicheres Fahren. Das habe ich tatsächlich, man soll es nicht glauben, bei Need for Speed gelernt, weil da gibt es dieses den perfekten Abschnitt gefahren zu sein und das dann halt auch dann angezeigt zu bekommen. Sprich, man ist nirgendwo gegengefahren. Das bedeutet bei Need for Speed ein perfekter Abschnitt. Und das sind genau die Abschnitte, die ich mit dem Auto auffahren will. Nirgendwo gegenkommen, sondern sicher von A nach B. Und dafür dann halt eben auch kein Netz und doppelten Boden brauchen oder Versicherungen, die für mich aufkämen, weil es überhaupt gar nicht mehr nötig ist, weil ich sicher fahre und nichts Entsprechendes mehr passiert, wodurch eine Versicherung nötig hätte einzuspringen. Also jetzt selbst die letzten Jahre, wo ich eine hatte, hätte ich mir die Beiträge auch bezahlt. Also das fände ich halt mal einfach geil, wenn man zwangs- und pflichtversichert ist und dann aber gar keinen Unfall baut, dass man seine Kohle dann wieder kriegt. Sonst ist das nämlich einfach Abzocke im großen Stil. Aber das ist ja wenigstens schon mal der Grund, warum ich keine Krankenversicherung habe und zahle, weil ich die einfach nicht brauche. Seit 10 Jahren habe ich nicht einmal die Verwendung für eine Krankenkasse gehabt. Ich habe mir zwei Zähne ziehen lassen beim Zahnarzt, die konnte ich bar bezahlen, jeweils 50 Euro. Das ist alles, was ich in 10 Jahren an Arztkosten hatte. Und alles andere habe ich selber regeln können. Und für 100 Euro hätte ich wahrscheinlich nicht mal einen einzigen Monat Beitrag zahlen können. So, und dann haben wir hier nämlich auch hinterher alles schön grün. So. Und wieder abgeliefert. Ne, und ökonomisch fahren, um auf das Thema zurückzukommen, habe ich auf die Weise halt eben dann auch praktizieren gelernt, indem ich halt eben einfach angefangen habe zu gucken, wie ich meine Routen lege und wenn ich von A nach B wollte und A nach B 600 Kilometer waren, dann nicht mindestens zwei Zwischenstopps nach jeweils entweder 200 oder 300 Kilometern dann eingelegt wurden, wo ich jemand anders noch besuchen konnte, den ich auch sehen wollte oder etwas mitnehmen konnte, was in die Richtung muss und wir unsere eigene Post quasi auf die Weise waren. Also sie laufen auf jeden Fall weit rum. Ne? Den Typen, den ich hier abgesetzt habe, der ist auf jeden Fall, hat er die Mauern verlassen. Was sagt man dazu?
Ja, hier soll das auch alles dann noch grün werden. Ne? Das heißt, ich baue irgendwo Erde ab und dann baue ich sie hier an. Hier oben, die können wir zum Beispiel, die können wir schon mal wegnehmen, weil da ist eh Schnee drauf. Das wird hinterher weiß und nicht grün. So, und dich glaube ich auch, ne? Und dich auch? Dich? Ah, jetzt habe ich schon mal Schnee weggemacht. So, ah, nee, siehst du? Ja, okay, ein bisschen kann ja. Ja, setzen wir die wieder da so da rum, davor. Ja, und dann muss man eben machen, was gemacht werden muss, damit alles so ist, wie man es gerne hätte. Mein kleines Reich, mein kleines 2020-Land, wo ich einfach immer noch völlig ungestört drin spielen kann. Tito, halt die Fresse. Das war jetzt nicht ernst gemeint. Der ist halt der Einzige, der mich im Moment dann stören könnte, wenn ich es zulassen würde, dass mein Hund mich stören könnte. Da der aber es sich auf Lebenszeit verdient hat, niemals ein Störfaktor zu sein und wann immer er was von mir will, auf jeden Fall ein Anrecht auf Aufmerksamkeit sich erworben hat. Hier, wie gesagt, nochmal einfach für die EP, damit wir ein bisschen, da sind wir bei 22, siehst du, hast du gesehen? So, haben wir noch ein bisschen Kohle hier rausgeholt. So mal macht man mit der Kohle machen. So, zack und raus. Gefällt mir. Diese ganzen Sachen hier, das habe ich auch, das habe ich alles selber angelegt. Also diesen ganzen Berg habe ich, ne, der war halt einfach grau. Da unten den See habe ich angelegt, wo ich dann, ne, da bin ich, da sind wir ja drin gelandet in diesem See. Ist er das? Ja, das ist der. Und zwar, wenn man hier weiterläuft, hat man da. So, und da kommen wir jetzt hier mal, weil wir davon gesprochen hatten, diese wieder wegnehmen. Dann haben wir da das kleine Inselchen, aber mit Gras drauf. Guck mal, hier ist noch rau, ne? Aber wenn ich das jetzt. Doch, das geht. Können wir machen. Können im Prinzip. Pass auf, 1. Ne, ich muss auf die 4 gehen. 1. 2. Achso, ich stehe noch drauf. 2, 3, jetzt sind die auch verschwunden. Und weg. Ist das alles noch ein bisschen verbauter. Aber dann hat man hier den Höhleneingang. Nicht da drauf springen, da rein. So. Und dann können wir uns hier auch noch überlegen, was wir hier machen. Wir könnten hier. Ich hätte eine latent perverse Idee. Aber das machen wir später. So, was sagt denn die Uhr? Wir haben 13, wir sind bei 13 Minuten 45. Gehen wir nochmal in den Nether und holen ein bisschen Glowstone. Das hatte nämlich mit der perversen Idee zu tun, die ich gerade hatte. Aber dann bräuchten wir noch ein paar. So, können wir den hier noch? Den machen wir noch kurz weg. Und ja, Kohle. Lass mal kurz hier, weil da müssen wir hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachfeuern. Tililit. Boah, dann haben wir aber hier, die haust du mal alle da rein. Und dann holst du noch den restlichen Eisenerzklumpen. 30, 20 Stück noch, die passen auch noch da oben rein. Super geil. So, dann kann das mal machen. Machst du aus einem einen? Ja, macht aus einem einen. Das heißt, da ist auch nicht irgendwann hier das Ding erstmal voll, bevor das leer ist. Das heißt, das kann jetzt da mal vor sich hinschmelzen. So. And off we go to the Netherworld. Da müssen wir da hinten in die Höhle rein.
Genau. Passiert mir immer wieder mal. Ach so. Da sollte ich Erde mitnehmen zum Stacken, ne? Damit ich da hochkomme und so. Auf jeden Fall keine Erde. Alle Erde ist weg. Zwei. Zwei Erde. Super. Da können wir richtig große Türme mitbauen. Ist hier noch was drin gewesen? Nee, das war, nee, das ist Granit. Und Netherrack. Ja, dann würde ich sagen, noch ein bisschen was Erde sammeln, vielleicht. Ich will aber, das soll ja auch, der soll ja auch grün werden. Also ich kann hier nicht mehr wirklich viel wegnehmen. Boah, da oben ist wahnsinnig viel Erde drauf. Und hier könnte man auch was abbauen. Sollen wir mal einfach gucken, ob wir. Wir gehen mal einfach gucken, ob wir nicht so an ein bisschen Glowstone rankommen. Und ab in den Nether. So, jetzt haben wir auch wieder, da haben wir auch einen Weltenwechsel gemacht. Ja, da bin ich überall schon gewesen, habe abgegrast. Hier ist nirgendwo mehr. Da hinten. Wie sieht das mit dem Netherrack? Kann ich den auch so? Dann kann man den ja auch stacken. Dann machen wir das. Dann bauen wir hier einfach ein bisschen Netherrack ab. Netherrack. Netherrack. So, 19, 20 hier war ein bisschen. So. Dann können wir eigentlich mal gucken. Also hier ist nichts mehr. Hier habe ich schon mit Erde. Hier gehen wir mal diesen Gang entlang. Und gucken, was wir da hinten finden. Das ist jetzt auch wieder so ein langer, beschwerlicher Gang. Gummizeit. Wieso ist alles so duster und bla bla bla. Aber es gibt ja Gründe, warum ich bin ja persönlich hierher gelaufen. Da bringt alles Beschweren nichts. Wenn ich das nicht erleben will, dann muss ich woanders hingehen. Statt irgendwo hinzugehen und dann mich dann bei den Leuten, die da vorher schon waren, zu beschweren, dass ich Scheiße finde. Das hat nicht wirklich viel mit Eigenverantwortung zu tun. So, jetzt hier weiter. Und dann geht's da noch ein bisschen hoch und ganz irgendwo da hinten. Genau. Haben wir eine neue, schöne, große Höhle. Und da ist Glowstone. Was ist das denn da eigentlich da oben? Ich kann mich gar nicht erinnern. Können wir auch mal hochstacken und gucken. Da tropft Lava raus. Alles klar. Okay, wie es aussieht, muss ich hier ein bisschen runter. Boah, da kann man aber tief fallen, ne? Uah! Da hinten ist auch Glowstone. Aber das sieht auch aus, als hätten wir schon mal abgebaut. Haben wir schon mal was drum gebaut. Gucken, ob wir da noch dran kommen. Ja, kommt auf jeden Fall dran. Die Frage ist wie. Wir machen, okay, wir stacken erstmal hoch. Aber da komme ich mit 36 nichts, nicht da, da kann ich nicht so eine große Fläche machen.
Dass man die nicht einfach abwerfen kann, ist scheiße. Wie viel müssen wir. Oh, da müssen wir ein bisschen hochstacken auch, ne? Das sind ein paar Blöcke. Machen wir es mal einfach. Nee, nicht so rum. So rum. Achso, man sollte auch auf die 3 anwählen. Wir nähern uns. Ich muss das jetzt irgendwie auffangen. Oder ich bolz das alles runter und gucke, dass ich mir gleich einen Weg da runter finde, um es auf dem Boden. Aber das ist ziemlich weit unten, ne? Weil eigentlich wäre jetzt die Variante, das quasi so zu machen, dass ich hier, komm mal her, so, da, nein, nicht abbauen. Und weiter rüber. Nochmal. Und nochmal weiter rüber. Und bloß nicht von der Shift-Taste runterrutschen, weil dann ist Schicht im Schacht. Wo sind wir denn hier? So, das sieht gut aus. Dann müssten wir jetzt hier quasi weiter. Wir haben noch 21. Da müsste ich vielleicht so eine Plattform bauen können, wo man die dann auffangen kann. Ja. So, jetzt kann ich wieder loslassen, ist Shift. Trotzdem ein bisschen vorsichtig rumlaufen hier oben. Nee, lieber mit Shift überall hin, ne, gerade. So. Nehmen wir mal die Diamanthacke wieder und dann stellen wir uns mal einfach genau da drunter und am Glowstone. Einfach mal mitnehmen, was geht. Ah, kommen wir da noch ran? Nein. Die aber. Und du? Echt jetzt? Hier ist noch ein bisschen. Und hier ist noch ein bisschen. Und dann stacken wir uns halt einfach noch ein bisschen weiter hoch. Ja. So richtig wohl fühle ich mich da ja nicht mehr. Ich habe echt Höhenangst. Also auch im richtigen Leben und das ist hier, wenn ich sowas sehe, ne, und das hat durchaus seine völlig reale Wirkung auf mich in Bezug auf oh Scheiße, ne? Also ich falle auch im Computerspiel sehr ungern von irgendwas runter, fühlt sich genauso kacke an, ist vielleicht nicht ganz so, tut vielleicht nicht so weh. Jetzt ist Licht aus. Buddeln wir uns hier mal wieder runter. Da nicht, sonst fallen wir durch. Den ganzen Mist aufsammeln hier. So, und dann wieder auf den einen. Vorsichtig bewegen. Vorsichtig, vor. Wir machen einen weg. Ha! Nicht zu. Und auch nicht zu weit. Noch einen. Ne, wir gehen jetzt hier. So. Ich habe es geschafft. So, und ich habe einen ganzen Stack Glowstone dazu gekriegt. Das ist sehr schön. Können wir hier wieder diesen hier. So, und jetzt will ich noch wissen, was da hinten das ist. Ach.
Das ist, da habe ich eben schon von welche, was war das noch? Wie heißt es? Kann ich jetzt gleich im Inventar gucken, da steht es beschrieben. Aber da hatte ich auch schon einen ganzen Stack von. Also ja, klar, ich war ja auch schon im Nether, da habe ich also. So, ich erinnere mich, dass da hinten, wo die Fackeln sind, mein Eingang ist. Hier. Und dann können wir mal wieder zurückgehen. Und dann sind wir auch schon wieder bei 25 Minuten. Das heißt, wir werden jetzt hier noch den Nether verlassen und den Rest in der nächsten Folge machen. Schön. Ach, ich habe so lange davon geträumt, sowas hier machen zu können. Ich wollte so gerne auch Let's Plays machen und war immer so neidisch, gönnerhaft neidisch auf Leute, die es können und konnten und schon getan haben. Und mich da ja auf die Weise überhaupt erstmal dazu inspiriert, dass man so, dass ich sowas auch machen könnte vielleicht. Geht das dann noch hier irgendwo richtig hin? Nein, nö, ne? Hier könnte man so ein bisschen Strip meinen, aber nee. Und zurück in 2020 Land. Yeah. Bewusster Dimensionswechsel. Da komme ich dann, da muss ich, da wollte ich auch auf jeden Fall mal drauf sprechen kommen, wie das nämlich ist mit den. Wir können nämlich hier auch einfach quasi in andere Welten reisen, indem wir einfach. Ach, guck an. Was ist das hier noch? Magmablöcke. So. Netherquarz ist das. Da habe ich aber hinten auch noch ordentlich von. Und hier ist Erde. Guck mal eine an. Ja, die war ja auch hier drin. Ja, komm, die holen wir uns alle schon mal rüber. Die können wir dann da hinten auf den Berg drauf kippen. Seelensand. Das wäre eigentlich auch was Schöne, was Schönes für in der Küche gewesen, ne? So ein Block Seelensand. Ey, da ist doch. Komm, da tun wir in die Küche. So einfach als Deko und das machen wir noch schnell. Ups. Tür zu, Tür zu. So. Und dann noch einmal in die Küche hinten. Wir sind bei 27 Minuten. Wenn wir ein bisschen laufen, kriegen wir das hin. Nicht so. Hier muss man das mal. Und auch hingucken, wo man hinläuft vielleicht. Oh. Ah, hier. So. Entschuldigung. Ja, danke. So, hier war. Nein. Hier war. Genau. Hier ist im Scherneter-Quarz drin. Warten wir mit der Tür. Die bauen wir nachher noch. Da fehlte doch eine, ne? Die machen wir dann da rein. Wobei ich immer noch, also ich kann das immer noch nicht glauben, dass die Typen da nicht langlaufen können. Hier, das kannst du darauf stacken. So. Und den. Hier kommen auf jeden Fall kommt noch ein Stack dazu nachher. Dann können wir aber das. Und dann haben wir hier, da brauchen wir jetzt. Ja, das reicht ja. Hier, da. Und den Stack daneben. So. Gut, haben wir erstmal wieder Glowstone. Glowstone, den Netherrack, den wir jetzt nicht mehr brauchen, den wir eben im Nether, den hätten wir auch da lassen können eigentlich. Oder wieder rausschmeißen können. Jetzt schmeißen wir ihn einfach hier hin. So. Die Erde machen wir mal einfach hier hin, weil wir die hinterher, wenn wir dann irgendwann da hinten wieder landen. Das können wir vielleicht noch draußen und den Seelensand. Den setzen wir jetzt noch da oben auf diesen einen hässlichen Fleck in der Küche. Haben wir hier noch? Komm her. Wo ist die Spitzhacke? Ne, nicht die Spitzhacke, die Eisenhacke. Da. Und die machen wir auch. Und dann machen wir hier vorne auch noch. Erst die zwei. Und dann die drei. Na, echt jetzt? So.
Dann sind wir die Weizenkörner auch wieder los, dann können da, kann da wieder Weizen draus werden. Schritt schneller. Hey Jungs, ich bin da und hab was mitgebracht. Guck mal, jetzt machen wir diesen Mist da raus. So. Und setzen da den Seelensand rein. Einverstanden? Ha. Guck mal. Wie sieht's aus? Guckt's euch mal an. Ha. Das sieht auf jeden Fall besser aus als der Dreck da vorher. So. So, hier in diesen Kisten. Ach, guck, da waren, da hatte ich die Eier angefangen reinzutun. Dann machen wir die Eier natürlich hier raus. Dann kommt da nur so gutes Zeug wie Steaks und sowas rein. Schreien wieder alle Veganer auf. Lasst euch nicht immer von allem zanken. So, ach, und hier sind meine zwei Wassereimer. Ja, genau. Die hatte ich mit. So, und dann holen wir hinten, können wir mal gucken. Die Eisenbarren noch schnell aus dem Ofen. Nee, das machen wir nächstes Mal. Ich setze mich noch mal ins Lagerfeuer, um die Folge zu beenden. Denn diese Folge ist vorbei. Und ich verabschiede mich. Tschüss mit F. Bis morgen. Sehen wir uns wieder. Haltet die Ohren steif und baut keinen Scheiß und lasst euch gut gehen. Ich gehe auf Aufnahmen stoppen und bis bald.